Und Trader, herzlich willkommen in dieser neuen Handelswoche. Wir starten auch gleich wieder rein in die Handelswoche mit den aktuellen Ideen hier präsentiert von und mit Tickme, Ihrem Broker für Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen. Mein Name ist Mike Seidel, wer mich noch nicht kennt, ich führe hier jeden Morgen ein paar meiner Handelsideen auf, die ich bei dem Durchsehen der Charts entsprechend auch sehe. Und ich heiße auch alle Live-Zuschauerinnen und Zuschauer hier ganz, ganz herzlich willkommen. Holger, einen schönen guten Morgen und lade jeden, der hier dabei ist, ein, wenn Sie eine Frage haben zu einem Chart oder zu einem Thema, was ich hier bespreche, scheuen Sie sich nicht, kommen Sie ruhig hier rein und stellen Sie entsprechend Ihre Fragen. Wir haben das Ganze ja jetzt auch auf zwei Wege aufgeteilt. Wir streamen einmal, die Technik, Gott sei Dank, lässt es ja mittlerweile zu, einmal live auf Facebook für all diejenigen, die uns hier direkt über Facebook auch mit streamen und alle anderen jetzt über GoToWebinar. Da können Sie sich auch anmelden, dass Sie nicht im Facebook schauen müssen oder können, wie auch immer. Das ist ja technisch bei jedem anders, sondern Sie können auch hier direkt in GoToWebinar entsprechend dem Webinar auch folgen. Und wenn Sie hier Fragen haben, ich gehe dann auch direkt auf die Fragen mit ein. Auch dir, Andreas, einen schönen guten Morgen. Ja, gehen wir in die Handelsideen für heute rein. Bevor wir dann in die Ideen kommen, habe ich aber noch eine kleine Grafik für Sie. Das war so, ich sag mal, die Candle of the Day vom letzten Freitag. Das ist mir richtig ins Auge gestochen. Wenn wir die Charts hier betrachten, ist der Risikohinweis natürlich auch obligatorisch. Frank, einen schönen guten Morgen. Risikohinweis heißt, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das, was wir hier besprechen, dient einzig und allein der Veranschaulichung und Weiterbildung. Die Dinge sind meine eigene persönliche Meinung und stellt halt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Und wichtig ist, dass Sie sich vergewissern, wie CFDs funktionieren. Das ist ganz wichtig für das Trading. Elena, Fernando auch hier, guten Morgen von meiner Seite her aus meinem Handelsbüro. Ja, was gibt es heute? Ich weiß nicht, ob der ein oder andere schon den Blog gelesen hat. Den veröffentliche ich ja auch immer auf der Website von Ticken. Heute geht es um das Cable. Wir sprechen über Australdollar, US-Dollar und ich habe den Nasdaq für Sie mitgebracht. Das hat auch einen Grund. Wir haben ja am Freitag groß über den Nasdaq und über die Indizes entsprechend hier gesprochen. Und ja, da gucken wir mal ganz kurz zum Thema Candle of the Day. Und zwar hier einfach mal im Zeichenprogramm. Ganz einfach. Kleinen Augenblick. Ich mache es mal schnell auf. Die Candle of the Day. Ich hole es runter hier an dieser Stelle. Hier, Freitag hatten wir haufenweise solche schönen Kerzen. Zack. Markt hoch, Markt komplett runter. Mag sein, dass das grün war, mag sein, dass das rot war. Wir haben aber sehr, sehr viele Umkehrkerzen in den Charts gesehen, die in etwa diesen Charakter dieser Kerzen gehabt haben. Ja, es war auch noch Dojis dabei, also etwas in diese Richtung hier war auch zu sehen. Aber wir haben starke Umkehren gesehen. Und die Verortung dieser Kerzen, die ist extrem wichtig gewesen. Und das ist das, was wir heute auch in den Charts, die ich Ihnen mitgebracht habe, hier an dieser Stelle auch sehen werden. Wichtige Punkte, wichtige Verortung, da sagt uns der Markt was. Und wenn es bestätigt wird, dann wissen wir halt, wovon wir entsprechend auch ausgehen können. Das aber gleich mehr in kompletten Zusammenhängen in den Charts entsprechend. Was gibt es heute an wichtigen Nachrichten? Wir haben es gesagt, heute werden die ISM-Einkaufsmanager-Indizes aus den USA veröffentlicht, wo die Einkaufsmanager entsprechend nach ihrer Meinung, Erwartung gefragt werden. Wir sehen hier eine Prognose von 59,3, die vorherige war 61,6. Das heißt, der Markt bzw. die befragten Analysten rechnen hier mit einem leichten Rückgang des Ganzen. Das ist mal das Allerwichtigste hier von dieser Seite, was die Nachrichten angeht. Morgen sind Midterm Elections in den USA ein extrem wichtiges Ereignis. Mal schauen, was der Markt daraus macht. Donnerstag gibt es dann die Fed. Also wir haben wieder eine mit Nachrichten gespickte Woche. Mal schauen, was hier die Märkte im Vorfeld vor diesen wichtigen Nachrichten uns als Handelsideen geben bzw. auch entsprechend mit durchführen lassen an dieser Stelle. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt auch in die Charts hinein. Ich hole mal hier Tickmill, den Metatrader, auch mit ins Boot hier. Ich arbeite hier auch, Sie sehen es immer, zusammen mit dem Add-on des Stereo-Traders und wir schauen einfach mal, ja gut, jetzt haben wir den Nasdaq hier, dann fangen wir einfach mal mit dem Nasdaq an. Nasdaq hier im Tageschart. In der großen Analyse in der letzten Woche haben wir ja drüber gesprochen, was wir hier haben. Wir haben hier schön diesen laufenden, nach unten laufenden Abwärtstrend und hier
Ich habe es mit einem Pfeil markiert. Hier sehen wir diese Kerze, diese massive, starke Umkehrkerze, wo der Tag einfach nochmal ein neues Hoch gemacht hat und dann komplett abverkauft. Das heißt, dieser Schub hier, diese Korrektur, hat hier ein Hoch gefunden und das hat dann den kompletten Tag über, beziehungsweise dann als die US-Märkte aufgemacht haben, nur eine Richtung gekannt, nämlich hier nach unten. Und wenn wir uns das Ganze mal in der Verortung anschauen, ne, wir haben jetzt hier einen bestehenden Abwärtstrend, der weit korrigiert ist. Da hat diese Kerze eine gewisse Relevanz. So, es muss nicht sein, dass wir jetzt direkt fallende Kurse bekommen. Ich hatte das Szenario ja auch schon mal angedeutet, was wir hier haben, wenn wir uns den Nasdaq mal im großen Bild anschauen. Dann haben wir ja, das hatten wir am Freitag in unserer Besprechung auch beleuchtet, hier eine doch recht tiefe Korrektur aufgesetzt auf der 6.572-Punkte-Marke, dann direkt wieder hochgedreht. Das ist schon ein gewisses Zeichen von Stärke gewesen, dieses starke Hochdrehen dort an dieser Stelle. Aber mit Blick in den Tageschart sieht man halt hier, es ist jetzt nur die Korrektur des bestehenden Abwärtstrends auf Tagesbasis. Was jetzt hier passieren kann, sind zwei Dinge. Entweder wir laufen hier runter und machen ein höheres Tief und laufen dann wieder hoch. Das wäre sehr charmant, weil dann hätten wir ein höheres Hoch und wenn wir hier oben drüber ein höheres Tief. Und wenn wir dann drüber laufen, kann sich hier ein Aufwärtstrend bilden, der uns dann doch durchaus wieder in diese alten Höhen bringen kann. Das heißt zum Jahresende hin doch etwas Rallye nach oben von diesem Standpunkt aus. Das ist das Erste, was passieren kann. Wie tief dieser Rücklauf geht, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle darf hier eins an dieser Stelle nicht passieren. Wir dürfen nicht unter diese Marke hier unten drunter laufen, weil das wäre schädlich für dieses gesamte positive Szenario, weil dann hätten wir kein höheres Tief. Das wäre ungünstig. Läuft der Markt hier nach unten, das heißt, bekommen wir die Bestätigung, dann schauen wir einfach mal, was kurzfristig mit den Tagestiefs wird. Das heißt, wir haben ja hier das Tagestief vom Freitag um die Marke von ungefähr 6.900 Punkten, das Tagestief hier. Dann haben wir hier noch das Tagestief bei 6.807, also die Marke von knapp 6.800 kommt ja auch wieder mit ins Spiel und dann ein Stück weiter weg haben wir hier noch ein Tagestief bei 6.650, bevor wir dann hier unten ankommen. Also darunter kann es tragen, diese Marken hier können als Drehpunkte dienen, müssen wir mal sehen, was wird. Auf alle Fälle nehme ich mal an, davon gehe ich jetzt persönlich aus, dass sich die Händler, sage ich mal, vor Veröffentlichung des morgigen Ergebnisses der Midterm-Elections nicht weit aus dem Fenster lehnen werden. Das heißt, für das kurzfristige Trading kann ja entweder totale Langeweile herrschen, dass der Markt einfach nur ja seitwärts läuft, oder aber wir hier wirklich Bewegung reinbekommen. Das wird sich zeigen. Wie schon gesagt, nach unten hin haben wir die Punkte liegen. Läuft der Markt allerdings doch nicht runter, also ähnlich wie hier avisiert, dass der Markt runterging, das Gegenteil anschlägt, er läuft nach oben, dann haben wir hier erst einmal natürlich das Tageshoch vom Freitag als Anlauf. Punkt, da ist ja im ganzen kurzfristigen Trading einiges auch möglich. Das heißt, hier das Hoch vom Freitag, das hatten wir bei 7.135 Punkten und dann hier oben haben wir noch ein paar Tageshochs, die dann auch relativ fix angelaufen werden können. Hier um die Marken von 7.162, 98 und 7.233 Punkte. Das sind mal die Hochs hier. Entsprechend, der Markt kann natürlich ohne diesen Aufwärtstrend hier jetzt kaputt zu machen, direkt auch noch weiter nach oben laufen. Marke hier 7.354. Ich glaube, das ist relativ unwahrscheinlich, aber Sie wissen ja selber, der Markt macht, was er will, der macht nicht, was wir wollen. Von der Seite her, nichts ist entsprechend an dieser Stelle ausgeschlossen. Wir schauen uns das Ganze, was wir jetzt hier im Nasdaq 100 im Tageschart sehen, schauen wir uns für das kurzfristige Trading nochmal in der Stunde an. Und da ist nämlich das Interessante, was wir hier haben, diesen schönen Aufwärtsschub, den wir hier bekommen haben. Ich gehe nochmal kurz zurück in den Tag. Also das, was wir hier an Aufwärtsschub gesehen haben, das hier nach oben, ne, das sehen wir natürlich auch sehr, sehr schön im Stundenchart. Das heißt hier, unten hatten wir das Tief und dann hat sich der Markt hier so schön nach oben geschwungen, hat höhere Tiefs gemacht, hat höhere Hochs gemacht und am Freitag sehen wir halt, ist es halt passiert, da sind wir hier unten unter dieses Tief drunter gelaufen, unter diese Marke, haben sozusagen hier diesen Trend erst einmal gebrochen. Hier das Kleine ist ein Abwärtstrend, den wir hier in der Stundenbasis haben, der hat sich jetzt etwas in Korrektur hochbegeben. Es kann sein, dass der noch ein Stückchen weiter hochkorrigiert oder wieder rumdreht. Das müssen wir jetzt sehen und das ist das, was uns der Markt jetzt hier entsprechend sagt. Das heißt, wenn man das Teil mal separat als Aufwärtstrend nutzt, was man gerne traden möchte für den kurzfristigen Bereich, dann ist das legitim. Da müssen wir halt erst warten, bis wir hier oben drüber laufen über diese Marke, damit wir auch einen Aufwärtstrend haben. Das heißt, hier oben müssen wir drüber, dann haben wir hier den entsprechenden Aufwärtstrend und dann kann das Ganze doch
gut ein Stück weit auch nach oben korrigieren. Das können wir dann schön über die 5 Minuten auch sehen. Dreht der Markt allerdings rum, setzt diesen Trend fort, dann wissen wir, ja, jetzt läuft der Markt tatsächlich runter. Die Anlaufpunkte haben wir dann hier im Chart ungefähr 6.800 und 6.650. Das sind also die Anlaufpunkte zur Unterseite. Und das sehen wir dann auch relativ schnell am Markt, was er hier macht. Aktuell will er hier noch nicht so richtig oben drüber. Wenn er wirklich drüber geht, hätten wir ein Szenario, wo wir ein bisschen nach oben spielen können. Ansonsten ist hier ganz klar hier, das ist ein Abwärtstrend, der ist gerade in Korrektur, läuft er weiter, setzt er sich fort und genau das sind die Dinge, die wir hier wirklich auch sehr, sehr schön aus den Charts herausnehmen können. So, damit dann zum nächsten Währungspaar. Wie schon gesagt, wenn jemand eine Frage dazu hat, zu den Charts, gerne hier auch in den entsprechenden Möglichkeiten die Fragen einstellen, dann kann ich auch drauf schauen und für Sie darauf antworten. Gehen wir jetzt in den Währungsmarkt hinein und schauen wir erst einmal auf den Australdollar. US-Dollar. Der lädt uns ja immer mal wieder hier zum Handel ein. Wir sehen hier im Tageschart auch wieder hervorragend diesen schönen nach unten laufenden Abwärtstrend. Fein korrigiert hier an dieser Stelle. Sehr, sehr weit die Korrektur nach oben gelaufen. Und schauen Sie mal hier wieder, the candle of the day, die Kerze, die am Freitag in vielen Charts, in vielen Chartverläufen wirklich immer wieder aufgetaucht ist, hier aus nach oben und dann komplett den Intraday wieder abverkauft. Das ist ein Zeichen, wenn diese sogenannten Gravestone Candles wirklich bestätigt werden, dann ist es oft so, nicht immer, es gibt dafür keine Garantien. Wir wissen, es gibt im Börsenhandel keine Garantien, aber es ist wirklich sehr, sehr oft so, dass der Markt dann diese Dinge dazu nimmt, um uns zu zeigen, jetzt drehen wir wieder rum. Wichtig ist halt, dass es bestätigt wird. Wird es bestätigt, dann hier der Markt lädt, entschuldigen Sie, nächster Widerstand, beziehungsweise hier oben das Level bei 0,73, 0,81, das ist der Widerstand, da könnte er hochlaufen, wenn es nicht zur Bestätigung kommt. In diesem Falle hätten wir da die 0,72, 6,83 noch liegen, wenn wir hier übers Tageshoch drüber laufen. Kommt es aber zur Bestätigung, das heißt, wird dieses Muster wirklich, was wir hier haben, so bestätigt, wie es trendkonform auch wäre, dann sehen wir tiefer laufende Kurse und da haben wir hier erst einmal so einen ganz leichten Support und zwar die Stelle, wo wir hier über dieses Hoch gelaufen sind bei 0,71,574, beziehungsweise hier unten haben wir dann den Anlaufpunkt, wenn sich der Trend entsprechend auch fortsetzen soll, müssen wir hier unten drunter durchgehen. Das heißt, da hätten wir die 0,70,356. Das wäre die Marke, die wir hier unten entsprechend als Unterstützung liegen haben, als erster Anlaufpunkt. Wenn man dann noch etwas weiter planen möchte, schauen wir einfach mal in den Wochenchart hinein, was er uns hier gibt. Dann nehmen wir mal kurz das Fadenkreuz. Das heißt, wenn wir tatsächlich hier unten reinlaufen, dann hätten wir hier drüben ein Wochentief, das liegt um die Marke von 0,69,682. Das wäre dann mal wieder ein weiterer Anlaufpunkt nach unten, wenn der Trend sich tatsächlich entsprechend auch fortsetzt. Sie wissen, Sie können ja auch die Ziele mit entsprechenden Fibonacci-Leveln oder anderen mathematischen Berechnungsgrößen bestimmen. Wichtig ist, dass wir sehen, der Markt muss hier oben rumdrehen und das sehen wir auch hier, wenn wir in den Stundenchart hineinschauen. Wir haben im Stundenchart die Situation, dieser starke Aufwärtsschub, dieser Aufwärtstrend hatte hier seinen letzten Schub. Hier gab es nochmal Korrektur. Das ganze Teil wurde gebrochen, das heißt, das Tief und das Tief ist schon rausgenommen. Wir haben jetzt hier den Markt ja entsprechend noch nicht in einem Abwärtstrend. Ne? Wir haben jetzt erst einmal hier nur die Bewegung. Hier gab es noch nicht wirklich ein tieferes Tief. Der Markt ist noch nicht unten. Er läuft jetzt hier seitwärts. Das sieht so ein bisschen wie Überlegen der Marktteilnehmer aus. Gehen wir nun nach oben oder gehen wir nach unten? Wenn das Ganze bestätigt wird, ja, das ist es relativ leicht zu erraten, was dann kommt. Wir sehen dann hier entsprechend die Bestätigung der ersten Bewegung. Das heißt, das, was wir jetzt hier haben, ist Korrektur. Und wenn der Markt uns sagt, jetzt geht es nach unten, dann wird sich hier ein Abwärtstrend bilden. Und dieser Abwärtstrend wird in welcher Ausformung auch immer dann die Möglichkeit haben, entsprechend die Marken nach unten auch mit anzulaufen. Das heißt, auch hier müssen wir einfach nur schauen, was der Markt entsprechend macht. Hier haben wir nach dieser starken Abwärtsbewegung aktuell so eine seitwärts laufende Bewegung, so eine Range. Und wenn diese Range nach unten gebrochen wird, wie ich schon gesagt, dann hätten wir hier die Situation, dass wir die Trendbildung nach unten sehen. Und dann können wir schön den Abwärtstrend in Stunde in den Abwärtstrend des Tages hineintraden. Das sind dann genau die Dinge, die uns der Markt zeigen muss, damit wir das Ganze hier aus
Sicht des Trendhändlers auch konform traden können. Warum spreche ich auch immer über Trends? Die meisten Handelssignale, die es hier draußen in unserer Welt gibt, sind Handelssignale, die mit Trends in Verbindung stehen. Das heißt, hier ist es wichtig, dass Sie schaffen, Trends sauber zu lesen. Und wenn Sie das können, dann können Sie die Handelssignale hier auch entsprechend mit einordnen, weil Sie wissen halt, diese Kerzenformationen, die können ja überall mal auftauchen, hier auch wie hier beispielsweise mittendrin in der Bewegung schon. Und es ist halt wichtig, dass wir die nicht überall traden, sondern wirklich nur dort traden, wo das für unseren Handelsansatz entsprechend auch mit Sinn macht oder auch entsprechend für Ihren Handelsansatz. Und da spielen Trends halt immer eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und damit noch zum dritten Währungspaar für heute an dieser Stelle, das Britain Pound US-Dollar, also das sogenannte Cable, auch wieder hier erst einmal im Tageschart an dieser Stelle. Hier im Tageschart sehen wir zwei relativ wichtige Marken. Wir haben zum einen hier oben dieses Korrekturhoch bei 1,32487 und hier unten diese Marke, die jetzt als Support schon zweimal gedient hat, bei ungefähr 1,26923. Bitte hier auch nicht auf die vierte Nachkommastelle festnageln. Das sind grobe über den Daumenrichtlinien, die wir hier an dieser Stelle haben. Und das ist jetzt etwas, was wir sehen. Wir haben hier eine ordentliche Korrektur an dieser Stelle gehabt am Freitag, den Pfeil nehme ich mal kurz etwas nach oben, heißt also, wir sind hier hochgelaufen und der Markt hat hier seinen oberen Punkt gehabt und hat hier leicht mit rumgedreht. Wenn wir uns das Ganze in der Stunde mal anschauen, dann sehen wir hier gleich, was ich meine. Wir sehen, der Markt hat hier entsprechend nochmal leichten Hoch gemacht an dieser Stelle und ist dann hier unter dieses Tief drunter gelaufen. Das heißt, hat diesen Aufwärtstrend auch erst einmal rausgenommen und jetzt kommt es halt wirklich drauf an, wie ich das vorhin auch schon bei den anderen Signalen gesagt habe. Wir brauchen jetzt hier eine Bestätigung, weil wir wissen ja nicht, ob der Markt wirklich jetzt direkt nach unten läuft oder aber nach oben läuft. Und das ist jetzt halt wichtig, was wir hier brauchen, wäre hier sozusagen den Markt nach unten bestätigt. Das heißt, wir haben jetzt hier das ganze Spiel und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, erst einmal, wie hoch er noch läuft. Ja, er kann bis hier oben ranlaufen, da sollte er nicht drüber laufen und wenn er dann wieder rumdreht, dann haben wir wirklich die Situation, dass wir sehen, der Markt möchte rumdrehen, er möchte wirklich nach unten. Wenn wir hier unten drunter laufen, dann haben wir die Abwärtsdynamik definitiv auch da. Das brauchen wir hier auf alle Fälle entsprechend auch als Bestätigung. Ich nehme mal kurz diese Marke hier raus, die stört uns hier im Tageschart. Das heißt, wir brauchen entsprechend die Bestätigung, dass der Markt halt wegläuft, wo, an welcher Stelle er rumdreht, wenn er nach unten geht. Das kann man natürlich noch nicht sagen. Wichtig ist, dass er es tut, damit wir sehen, er läuft runter. Wenn er jetzt allerdings hier nach oben läuft, das heißt hier an dieser Stelle einen Aufwärtstrend bildet, das heißt, wenn wir das mal so sehen, dass das jetzt hier die erste Bewegung war, einer Aufwärtsdynamik, dann hätten wir jetzt hier entsprechend die Korrektur und wir sehen ja, der Markt ist schon ein wenig nach drüben gelaufen. Wenn er das Ganze fortsetzt und tatsächlich hier oben drüber läuft, das wäre dann die Dynamik, wenn wir sehen, ja, jetzt wird das Signal doch nicht bestätigt, sondern der Markt läuft weiter mit nach oben, dann läuft er tiefer in die Korrektur. Das ist das, was uns der untergeordnete Trendverlauf dann an dieser Stelle entsprechend auch verrät. Das heißt hier, das, was jetzt hier wichtig ist, ist nicht zu sehen, dass wir jetzt hier untergeordnet schon wieder einen Aufwärtstrend haben, sondern wichtig zu sehen ist, was er hier oben an dieser Stelle macht. Das heißt, an diesem Tageshoch, was wir hier im Tageschart auch sehen, und das ist hier oben diese Marke, ich gehe wieder in den Tageschart rein, das ist der Punkt hier oben, den wir hier oben haben, dieses Tageshoch vom Freitag bei 1,30406. Wenn der Markt tatsächlich da drüber läuft, dann zeigt er uns, er möchte noch etwas weiter nach oben laufen. Anlaufpunkte hier, da haben wir ein paar Tageshochs liegen hier bei 1,30901, 1,31058 und hier oben die 1,31324. Erste Mal als erster Anlaufpunkte, wie schon gesagt, hier oben bis dahin kann der Trend hier, dieser Abwärtstrend, dieser Schub nach unten korrigiert werden. Das ist alles kein Problem. Da ist noch viel Luft nach oben hin. Wenn er hier oben drüber geht, dann ändert sich die ganze Situation wieder. Also Sie sehen, wir haben hier nach oben wie auch nach unten noch einiges an Potenzial, was kommen kann. Die Unterseite hier spielt natürlich eine große Rolle. Was passiert an diesem Support? Wenn das gebrochen wird, gibt es hier, wie schon gesagt, noch einen weiteren Anlaufpunkt aus dem Wochenchart, habe ich dir mal rausgezogen. Hier drüben dieses Wochentief um die Marke von 1,25894. Das mal im Cable hier für Sie als Handelsidee, als Blick in den Chart hinein, wo Bewegung entstehen kann. Und wie schon gesagt, hier ist es wirklich wichtig,
was macht der Markt denn jetzt hier oben an dieser Stelle? Das heißt hier in diesem Bereich, wo er schon ein paar Mal sich, ja, wie will man sagen, ein bisschen in den Kopf gestoßen hat, hier oben dieser Markt, wo er nicht richtig drüber will. Das ist interessant zu sehen. Wenn er dann nach oben durchgeht, dann haben wir die Chancen, hier die oberen Punkte anzulaufen. Dreht er hier wieder rum, das wäre dann ein gutes Szenario, um die Unterseite anzupacken und entsprechende Handelsideen in diesem Markt hier zu traden. So, damit fertig für die Handelsideen von heute. Ich schaue gerade nochmal in den Chat entsprechend rein. Dann passt das Ganze. Holger wusste gar nicht, dass ich so trade. Ja, das ist mein Trading-Stil, Holger. Also von dieser Stelle her, aus dem Markt heraus, dass der Blick auf ein paar interessante Chartmöglichkeiten. Wir haben natürlich viele, viele mehr Signale hier beziehungsweise Handelsmöglichkeiten auf Tickmill. Schauen Sie ruhig mal hier auf Tickmill, auf der Website von Tickmill vorbei und lassen Sie sich hier inspirieren, welche Handelsinstrumente es gibt. Ich ziehe nochmal die Seite kurz raus. Also wenn Sie wissen wollen, welche Handelspaarungen wir hier entsprechend bei Tickmill für Sie zur Verfügung haben, schauen Sie einfach mal auf die Instrumente. Es sind, glaube ich, über 80 Instrumente, die Sie traden können, aus vielen Bereichen, die wir hier auch haben. Das heißt, Sie können hier schön diversifikativ, irgendwann schaffe ich das Wort auch ohne Zungenbrecher auszusprechen, traden und Ihr Portfolio entsprechend mit vielen verschiedenen Variablen gestalten. Das alles hier, ja, auf der Instrumentenübersicht bei Tickmill. Schauen Sie rein und ich würde sagen, keine weiteren Fragen hier an dieser Stelle, wenn ich das so sehe. Allen einen angenehmen Start in die Woche. Gute Trades für den heutigen Tag. Und wir sehen, hören und lesen morgen wieder voneinander. Spätestens um 8 Uhr steht der Blog-Eintrag auf der Website und um 8.30 Uhr schauen wir dann hier wieder direkt auf die Charts im Live-Webinar. Ich freue mich, Sie morgen wieder begrüßen zu dürfen hier an gleicher Stelle und sage, machen Sie es gut und traden Sie ordentlich. Bis dahin, Ihr Mike Seidel. Tschüss.